Ja Leute, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch allerseits auf meinem Kanal. Ich habe mal was Besonderes ausgedacht, wo ich heute hier bin. Und zwar, ich bin hier am Erftlandring in Kerpen-Mannheim. Und zwar hat hier der Start von Michael Schumacher und Ralf Schumacher begonnen. Und zwar war das hier die erste Kartbahn in Mannheim. Das war 1980 und so hat hier alles begonnen. Und ich würde euch mal ein bisschen was zeigen, wie das jetzt hier aussieht. Und ich würde sagen, los geht's und viel Spaß dabei. Ja, und jetzt habe ich natürlich auch ein super Wetter erwischt. Also man sieht, die Sonne scheint, die Sonne knallt. Das ist richtig gut. Und hier war damals mal der ehemalige Parkplatz gewesen, hier auf diesem Platz. Der ist aber jetzt schon länger nicht mehr. Und ja, und ich freue mich auf jeden Fall mit euch jetzt mal hier runter zu gehen, zu der alten Kartbahn. Und da werde ich euch noch ein paar Details noch mitteilen. Ja, wie gesagt, das war die Kartbahn hier unten, das war mal eine ganz, ganz altes. So, hier steht es auch natürlich auch drauf. Kart-Rennstrecke, 300 Meter und natürlich ist auch da noch ein kleines, so ein Bistro oder Restaurant ist da noch da. Da kann man natürlich auch noch ein bisschen was essen. Ja, da gucken wir jetzt einfach mal so ein bisschen die Kartbahn an. So, wenn man bedenkt, hier ist natürlich die ganze Strecke Richtung Kartbahn, geht hier runter. Und das ist alles schon was älter, wie gesagt, 1980 wurde das hier eröffnet. Ja, und hier ist halt noch dieser ganz alte Parkplatz von früher. Und hier steht natürlich auch drauf, KCK-Parkplatz, Parkgebühr 2 Euro am Tag. Natürlich nur dann, wenn hier ein Kartrennen beginnt, ne? Also hier ist natürlich auch die Einfahrt, kann man hier schön durchgehen. Hier gilt auch die Straßenverkehrsordnung, das heißt, denke ich mal, 10 km/h. Weil man weiß ja nie, ob Leute jetzt hier hochkommen und die der Mann übersieht. Ne? Aber super idyllisch, sehr ruhig gelegen. Ja, was ich euch auch sagen muss, ist hier vorne, das haben die jetzt neu gemacht. Wie gesagt, ich bin jetzt so ein bisschen besser informiert, weil ich nämlich letzte Woche oder vorletzte Woche war ich mal hier gewesen, aber ohne Kamera und habe mir gedacht, komm, guckst halt einfach mal so ein bisschen an. Und das zweite Mal habe ich mir gedacht, heute ist der Tag, wo du hier mal ein bisschen was aufnehmen tust. Und ja, ich hoffe, das Video kommt gut an. Und jetzt stehen wir hier auf dem Wohnmobil Camper Parkplatz. Genau hier. Ich weiß nicht, ob er was sieht wie in der Sonne. Aber die haben hier neue Stromkästen gemacht überall. Und man kann natürlich hier parken mit dem Wohnmobil, wenn man von weiter ankommt oder von weiter gereist ist. Kann man wirklich hier parken und dann auch ein, zwei Tage übernachten. Also die Parkgebühr beträgt natürlich auch 20 Euro bis 25 Euro der Tag pro Übernachtung inklusive Strom. Ja, dann ist doch nochmal was, ne? Kann man auch nichts sagen. Ja, und hier fährt man rein und hier hat man natürlich den großen Platz hier, ne? Aber jetzt geht es erstmal weiter runter. Ach, die Luft, die tut so gut, Leute. Es ist schweinekalt, ich glaube 7 Grad. Es ist schweinekalt, ich muss gleich noch zur Arbeit. Und ja, es tut aber trotzdem gut, hier runter zu gehen, in dieser Kälte. Leute, und von hier sieht das genau so aus. Guckt euch das mal an, wie schön das von hier hin aussieht. Ich muss jetzt die Sonnenbrille aufziehen, weil es blendet so durch den Nebel so ein bisschen. Ja, auf jeden Fall habe ich hier eine super tolle, hammergeile Aussicht. So. Hier gibt es Mitgliedsausweise, bitte unaufgefordert vorzeigen. Ne? Da hat man hier normal, kann man direkt hier durchfahren. Aber heute ist hier alles zu. Die Saison startet erst später, ist noch viel zu kalt. Aber ich denke, man hat hier auch alles Auto stehen hier. Aber so gehen wir mal schön runter zu dem Platz. Ja, da hinten sind noch ein paar Autos. Die sind da hinten am Arbeiten, stecken mir alles am Vorbereiten, Bestellungen machen und alles. Das kann ich mir gut vorstellen. Man sieht auch hinten kommt noch Qualm raus. Ja. Und das hier, erkläre ich euch gleich mal,
was das hier mal gewesen ist, bevor überhaupt die Kapern hier gebaut worden ist. So. Hier natürlich auch ein Reklameschild. Erftlandring. Ja, die Luft, die tut wirklich so gut. Die tut verdammt gut. So. Jetzt haben wir auch hier draufstehen. Fahrerlager 2. Leihkartbahn und Restaurant haben wir hier auf der rechten Seite und Fahrlager ist auf der linken Seite. Da haben wir natürlich auch ein Schild, wo das hier alles draufsteht. So, dann nehme ich euch jetzt mal ein bisschen virtuell mit und genießen so mal ein bisschen die Aussicht. So, ich hoffe, man kann gut was erkennen, weil die wegen der Sonne, die ist extrem blendet die. Ja, hier ist halt der Eingang hier, wo man sich auch die Karte ausleihen kann. Hier ist die Imbissbude oder Restaurant. Brennt natürlich auch noch Licht. Da kann man wahrscheinlich reingehen. Ich bin mir jetzt unsicher. So, hier haben wir natürlich noch ganz alte Fotos noch von Michael Schumacher. Hier auch noch. Aber das gucken wir uns nachher mal an. So, auf jeden Fall ist hier die tolle Kartbahn. Guckt euch das mal an, wie schön das aussieht hier. Heftig und schön sauber. Sauber. Ja Leute, hier hat natürlich alles begonnen mit dem Michael Schumacher und Ralf Schumacher. Was natürlich jetzt mit dem Michael Schumacher ist, wie jetzt die Lage ist mit ihm, weil er hat ja einen schweren Unfall, das weiß ich jetzt nicht, das kann ich auch wirklich nicht sagen. Wir kriegen auch gar nichts von den Medien großartig mit. Gut, ist auch der Familie ein großes Recht, nicht zu veröffentlichen. Und gut, wenn der Michael Schumacher natürlich auch möchte, dass nichts Großartiges erzählt wird über ihn, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Und ja, wie gesagt, aber trotzdem, nichtsdestotrotz hat sich ja in der Vergangenheit nichts geändert. Das heißt, hier war sein Start. Ne? Das war dann 1980, wie gesagt, nochmal mit dem Ralf Schumacher und natürlich noch andere Profifahrer. Die haben natürlich auch, sind natürlich auch hier gefahren. Und zwar unter anderem, jetzt muss ich mal gucken. Ich habe nämlich mal einen Zettel mit dabei. Ich muss nämlich manchmal was ausschreiben. So Leute, das sieht jetzt ein bisschen blöd aus. Aber der Hans-Harald Frenzen ist natürlich auch hier gefahren. Hat auch seine Karriere hier gestartet. Und Sebastian Vettel. Der war natürlich auch hier am Start gewesen. Wie gesagt, früher 1980. Und ja, das finde ich natürlich auch super, super interessant. Und früher, vor 1980, wo diese Kartbahn überhaupt gebaut worden ist, war früher mal ein riesengroßes Loch, und zwar vom Erfkreis. Ne? Das wurde ausgebaggert und ja, wurde ein bisschen Kohle wegtransportiert, bis nichts mehr da war. Und dann wurde das flachgelegt. Das waren 70er Jahre ungefähr, 75. Und danach wurde dann erstmal nur mit Kies wieder bedeckt komplett. Ja, und jetzt stehen wir natürlich hier und ist natürlich noch alles zu. Ich weiß auch gar nicht, wann das hier richtig eröffnet wird. Das weiß ich jetzt auch nicht. Aber es sieht richtig toll aus. Schaut euch das mal an hier. Ja Leute, ich habe mich gerade mit einer netten Dame unterhalten, die kommt von dem Fernsehen Sat 1, sie wollte hier auch gedreht haben, und zwar die Vivi. Vivi, dir mal liebe Grüße, ja, falls du jetzt noch mein Video hier siehst, wir haben uns gerade nett unterhalten. Ja, wie gesagt, also hier, ich bin jetzt aus dem Konzept jetzt komplett raus, aber wie gesagt, die Sonne, die ist echt super, die hier drauf scheint, und dieses ganze Gebäude, also dieses ganze Gelände ist circa 5000 Quadratmeter und die Strecke bezieht sich auf 5,3 Kilometer. Also schon satt, richtig satt. Also die ist auch wirklich riesengroß hier, das geht ja hier, das geht hier komplett ganz rum. Also Wahnsinn. Ja, und nicht jeder kennt natürlich die Michael Schumacher Bahn. Die kennt natürlich nicht jeder, aber
Aber, sag ich jetzt mal, trotzdem ist es toll. Und auch mal den Leuten mal so zeigen, wie es hier wirklich aussieht auf dieser Michael-Schumacher-Bahn. Ja, und hier hat alles begonnen. Hier hat 1980 der Michael Schumacher Kart gefahren. Da war er noch sehr, sehr jung. Und hier hat natürlich seine Karriere begonnen. Auf dieser Strecke hier. Und sogar Sebastian Vettel. Wahnsinn. So, das geht natürlich hier weiter. Ja, hier sind natürlich alles Reifen, die hier rumliegen. Alte Reifen. Ich glaube nicht mehr, dass die gebraucht werden. Aber gut, da kommen sie halt ab in den Müll. Aber ich habe natürlich auch gelesen, dass die Fahrbahn hier zum Teil natürlich auch wirklich neu repariert wird, neu geteert wird zum Teil, weil es bestimmte Risse gibt. Dessen sieht man auch hinten die Mitarbeiter, die da am Arbeiten sind. Ja, die bringen natürlich hier alles wieder auf Vordermann. So, Michael. Jetzt bin ich hier an deiner Kartbahn. So, und wenn ihr euch mal fragen solltet, wem die Kartbahn jetzt nun gehört. Es gehört ein Drittel der Stadt und zwei Drittel der Familie. So, hier geht die Bahn hier weiter. Es geht dann hier auch weiter rum. Ich komme jetzt da nicht weiter, weil da hinten gesperrt ist. Aber so sieht das von hier aus. Ne? Also es sieht wirklich klasse aus. Toll. Vielleicht können wir ja gleich mal rein in ein Restaurant und mal kurz drin filmen, wie es da drin aussieht. Da frage ich mal. Und Michael Schumacher hat natürlich hier in Kerpen, ist natürlich auch die zweite Kartbahn von ihm, die neuere Kartbahn. Und die werde ich euch das nächste Mal präsentieren, wie da die Kartbahn aussieht. Und die ist auch wirklich toll. Ist halt in der Halle, jetzt nicht hier draußen. Die ist in der Halle drin. Aber es sieht natürlich auch richtig toll aus, der Teil. So, so habt ihr mal einen richtigen Einblick hier drauf. So. Klasse. So, hinten läuft die Dame vom Fernsehen. Aber Leute, schaut euch das mal an. Ich muss das nochmal sehen. Guck mal hier, wenn wir hier reingehen. Boah, und hier sind die ganzen Karts. Starten natürlich hier. Guckt euch das mal an, wie toll das aussieht. Wahnsinn. Und alles schön gepflegt, ne? Alles schön sauber gepflegt hier. Ja, hier starten die ganzen Go-Karts, ne? Hier, von hier. Und hier fahren die raus, komplett hier vorne auf der Strecke. Und, ist offen? Ja, ist offen. Mal gucken, ob ich da drin filmen darf. Ich frage einfach mal. Ja, danke, Ihnen auch. So, Leute, die Dame... Die war gerade schon da drin, hat gefragt und war auch schon da drin gewesen. Man kann ruhig da drin filmen. Ah. Guten Tag. Ich habe eine Frage. Ja, Leute, jetzt sind wir hier in diesem wunderschönen Bistro hier.
von der Kartbahn. Also ich habe mir gerade gefragt, ich darf ruhig hier filmen, ist also kein Problem. Ja, wie gesagt, hier ist das ganze Ding, das sieht richtig toll aus. Also muss man wirklich lassen. Man kann hier trinken, man kann hier Eis essen, man kann hier wirklich vieles. Und die haben natürlich auch hier einen tollen Tisch, wenn man gerade so sieht, wo hier diese Kartbahn abgebildet ist. Das hier zum Beispiel, das ist auch toll aus, ne? Das sieht wirklich toll aus. So. Ja, Snacks kann man essen, zu trinken. Man kann sogar vorne hin ein Bierchen trinken. Und man hat natürlich ganz alte Bilder noch von Michael. Hier, also richtig klasse. So Leute, jetzt waren wir natürlich hier mal hier in diesem Restaurant drin. Und ich fand auch, dass die Leute da drin sehr, sehr, sehr nett waren und sehr, sehr freundlich. Muss man wirklich lassen. Ja, wie gesagt, jetzt stehen wir natürlich auch wieder draußen. Man kann natürlich hier wirklich jeden Tag, bis auf Sonntag, kann man, glaube ich, hier zum Restaurant gehen. Da könnt ihr euch hier besuchen. Und ich werde auch mal diesen Link, diesen Standort werde ich euch natürlich auch hier mal verlinken von der Kartbahn. Und da ist auch natürlich auch die Imbissbude auch noch drauf. Und da könnt ihr mal sehen, ja, wie lange die offen hat und so weiter und so weiter. Ja, sehe ich hier nochmal wunderschöne Fotos noch von Michael Schumacher. Das zeige ich euch jetzt mal. Guckt mal hier. Das war hier an der Kartbahn. Toll. So, und hier haben wir auch noch mal ein paar schöne Fotos von ihm. Na, hier. So Leute, und hiermit beende ich nun dieses tolle Video. Wie gesagt, ich werde hier den Link von dieser Kartbahn unten reinsetzen, und damit ihr das auch hier besuchen könnt. Ja, wie gesagt, lasst ein Like da und ein Abo. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Sascha, verrückte Touren, macht gut und schwingt der Hut. Und wie nicht vergessen, der zweite Teil von Kerpen, was der Michael Schumacher selber gebaut hat, das werden wir auch noch besichtigen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute, und macht gut, schwingt der Hut. Ciao.